Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout New Vegas. So, ich habe natürlich jetzt mal den Begleiter ausgetauscht, denn jetzt fehlt ja eigentlich nur noch für die komplette Begleiterschaft Terry, der liebe Kate. Das dauert aber noch, wurde mir gesagt, also von daher, ja, irgendwann, wenn wir irgendwas fertig machen. Okay. Gut, das hatte ich mir jetzt nicht mehr so genau gemerkt. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber da werden wir noch irgendwann drauf stoßen. So, aber... Willkommen, Sir oder Madam. Möchten Sie etwas kaufen? Ja, zeig mal dein Angebot. Ich bin bereit für eine Transaktion. So, einmal möchte ich natürlich gerne 50er Munition kaufen. Sprengstoff, natürlich. Und dann möchte ich nochmal gucken, was wir hier so Schönes noch haben, was wir vielleicht noch auf die eine oder andere Waffe draufschrauben können. Ziellaser. Schalldämpfer hatten wir schon. Die haben wir auch noch nicht wirklich ausprobiert. Munitionskapazität. Gucken wir erstmal. Also auf jeden Fall die Munition, aber ansonsten muss ich ja öfters mal jetzt gucken, ob wir da noch irgendwie was anderes finden, was wir vielleicht nochmal irgendwo gut draufschrauben können. Für eine Büchse. Dauerstichlaser. Fatman Little Boy Bauaufsatz. Reduziert das Gewicht, okay. Erweiterte Tanks. Gehenna. Jagdschrotflinten, Jagdgewehr. Jagdrevolver, 6 Schusstrommel. KK-Gewehr, nee. Na, Kampfgewehr haben wir schon. Karawanschrotflinte, Kettensäge, HD-Kette. Harte Metallzähne. Oh. Gibt ja schon richtig geile Sachen, ne? So, leichtes MG. Mini-Atombomben. Miniguns. Panzerbüchse. Panzerbüchse, Schalldämpfer. Oh, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Haben wir schon Schalldämpfer drauf? Zur Not kaufen wir den gleich raus. Powerfaust. Panzerfaust. Präzisionsgewehr, KF-Teile. Aha. Ja, gibt schon viele schöne Sachen. Sturmkarabiner, erweitertes Magazin. Sturmkarabiner hatten wir, glaube ich, sogar schon in ADW, ne? Kostet genau dasselbe, obwohl die hier besser ist, ne? Sturmkarabiner, erweitertes Magazin. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das haben wir jetzt sogar zweimal da drin, okay. Sturmkarabiner, Schmiedeverschluss. Erhöht den Zustand plus 33%. Ja, nehmen wir auch mal mit. Trennmesser. Ja, das sind Zündhütchen. Die sollte ich vielleicht auch nochmal mitnehmen. Sind nicht so verkehrt. Gut. Geben wir nochmal 4239 Kronkorken aus. Das ist aber nicht so weiter schlimm. Kriegen wir ja relativ schnell wieder rein, wenn wir ein bisschen gegen die Legion fighten. Schauen Sie bald mal wieder rein. So, jetzt muss ich nochmal kurz schauen. Wir haben es ja jetzt bei die Panzerbüchse. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich da schon einen Schalldämpfer drauf gemacht habe. Ja. Schalldämpfer schon drauf, das heißt, das konnten wir uns sparen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal zwei Sachen, die wir jetzt nicht mehr machen können, bezüglich die wir jetzt nochmal nachtriggern müssen. Das erste ist jetzt einmal ins Repcon Hauptquartier. Denn wir brauchen ein bisschen Vertrautheit bei unserem Begleiter und auch da kriegen wir
2 Punkte brauchen wir dafür, damit er sozusagen dann die Quest startet, wenn es dann losgeht. Und wir kriegen sogar 2 leichte Punkte. Ich habe übers Repcon gelesen. Sie haben auch für die Vorkriegsregierung gearbeitet. Ging um Raketen- und Energiewaffenprototypen. Was für Prototypen? Plasmagewehre. Die sollten die P-34 Plasmawerfer ersetzen. Es gab wohl etwas Industriespionage zwischen Poseidon Energy's Family und dem, was hier vor sich ging. Raketen und Energiewaffen? Das ist eine seltsame Kombination. Repcon machte eine schwere Zeit durch. Als das Raketengeschäft ins Stottern kam, hat Mr. House die Firma aufgekauft. Es hat dann nicht lange gedauert, ihre Plasmatechnologie für ein Waffenprojekt der Regierung einzusetzen. Worum ging es bei Projekt Smele? Ein weiteres der vielen Geheimwaffenprojekte von Poseidon Energy. Vor dem Großen Krieg. Hat aber zu nichts geführt. Deshalb kam dann Repcon zum Zuge. Oder besser zum Schuss. Wieso kennst du dich hier so gut aus? Hören Sie auf, so viel zu denken. Danke. Mhm. So, haben wir den ersten Punkt. Und jetzt holen wir uns noch den zweiten Punkt. Das heißt, wir müssen einmal zum abgestürzten Vertibird. Okay. Hier waren wir ja auch schon und haben die Waffe geholt. Aber hier müssen wir nochmal her. Ein Vertibird. Interessant. Es ist schon eine Weile her, dass ich so einen gesehen habe. Wann war das? Ah, gute Frage. Muss ich mal in einem Buch gelesen haben. Mhm. So, das sind jetzt die dezenten Hinweise, die wir brauchten. Damit er uns dann später seine Quest offenbart. Mehr weiß ich aber auch noch nicht. Mir wurde auch noch nicht gesagt. Dementsprechend, okay, passt das. So, wir haben eigentlich hier noch so viele Punkte. Unsere nächste Quest wäre jetzt sozusagen Hoover-Staudamm. Aber komm, wir gehen jetzt mal zur Giftmüllhalde und dann gehen wir einfach mal ein bisschen hoch. Machen wir heute noch mal ein bisschen Erkundung. Nicht viel. Wie gesagt, nach und nach. Weil bei der Giftmüllhalde waren wir ja schon nah dran, haben ja den Strahlungsanzug damals uns da organisiert, nennen wir es mal so. Bezüglich den Superstrahlungsanzug. So, und was haben wir jetzt da vorne für einen Verbündeten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Na gut. Und ich bin jetzt mal echt gespannt, wie Arcade im Kampf sich so macht. Ah, wen haben wir denn da? Hi. Ich habe Ihnen nichts zu sagen, also ziehen Sie Leine. Okay. Ja, bisschen Giftmüll, aber Power Armor schützt. So gut sie kann. Aber mehr ist jetzt hier auch nicht zu sehen. Na gut, dann einmal hier jetzt runter. Und jetzt haben wir rote Punkte. Was ist denn hier so für rote Punkte? Bevor wir, wie gesagt, jetzt auf ein Killerkommando oder ähnliches stolpern. Oh, schon mal ein bisschen testen, apropos Killerkommando. Ich habe schon die ganze Zeit Durst und ich trinke nichts. Warum tue ich das nicht? Das weiß ich nicht. So, wen haben wir denn hier jetzt? Wo haben wir denn hier jetzt jemanden? Ah, hier. Ein kleiner Gecko. Okay, er mit seiner Pistole ist schon mal sehr gut drauf. Ich habe nichts gesagt. Wie gesagt, er ist top. Bewaffnung brauche ich nicht auswechseln. Das heißt, der ist sogar schön muni-effizient. Passt. Genauso wollen wir das doch haben. So, jetzt muss ich aber auch aufpassen, dass ich immer schön in die richtige Richtung laufe. Damit wir hier das andere Ding auch noch finden. Na, jetzt wird es mir angezeigt.
Bevor wir jetzt zum Huber-Staudamm da durchlaufen. Aha, eine einsame Hütte. Und da hinten flitzt irgendwas rum. Das sieht aus wie wieder die Käferchen, ne? Unsere lieben Giftikäfer. Oh ja. So, ersten haben wir zersammelt. Zweiten auch. Okay. Süd Nevada Windpark. Haben wir hier noch ein paar? Normalerweise kommt ihr doch immer mit riesigen Verbänden. Aus vier oder mehr. Ach, der hängt schon wieder fest. Und jetzt ist er frei. Na gut. Hier, da kommt noch einer. Da kommt gleich noch einer. Da hat jemand den Kopf verloren. Okay. Die sind halt so verflucht schnell. So, Flügel, Beine. Na komm. So, nochmal ein paar weniger. Oh, wir stehen kurz vor... Wir haben sogar schon Level Up. Gut, dann machen wir jetzt mal kurz nochmal ein Level Up. Energiewaffen 60, 60. Nahkampfwaffen vernachlässige ich noch mal ein bisschen. Sprengstoff muss noch ein bisschen höher. Sprache ist auf 80, das passt eigentlich ganz gut. Reparieren ist sogar schon auf 90 für die Skills. Passt eigentlich auch ganz gut. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal noch mal auf Sprengstoff. Mach noch mal ein bisschen was auf Überleben. Ja, Dietrich ist ja auch schon 88. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal was auf Schusswaffen. Genauso wie auf Medizin. Schon mal zwei Punkte weiter. Jetzt muss ich mal schauen. Nerven aus Stahl. Ja, wäre eigentlich ganz cool, weil es sind Aktionspunkte. Aber jetzt muss ich ja langsam wirklich sehr... Achso, stimmt, wir hatten ja massiertes Feuer. Mit massiertes Feuer steigt die Präzision von Angriffen auf ein bestimmtes Körperteil im Watz mit jedem aufeinanderfolgenden Treffer des Körperteils leicht an. Doch, das ist konzentriertes Feuer. Den wollen wir haben. Das heißt, wenn wir dann halt im Watz... Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir genug AP zusammenkriegen. Und dann ist ja sowieso, ne? Eigentlich wurscht. So, aber ich würde gerne wissen, ob ich jetzt hier in den Windpark hineingehen kann. Ja, kann ich. Na, dann gucken wir mal rein. Na gut, der Turtle darf wieder plündern. Sehr schön. Nichts geht über eine gute Plünderrunde. Wo man einfach mal ein bisschen was mitnehmen kann. So, ich würde mal kurz das Licht abmachen, damit ich hier auch mal ein bisschen was sehe. Weil mir bringt die Aufhellung für YouTube nicht wirklich viel, wenn ich das gerade spiele. damit ich dann aber auch was sehe und so, ne? Aber hier ist jetzt nur ein bisschen alt mit... Oh, Dienstbuch der Elektronik. Ja, sehr schön.
Das gute Dean-Buch, das können wir sogar gleich lesen. Dean. Da, zack, haben wir nochmal reparieren um 4 erhöht. Ja, wunderbar. Ey, der Ausflug hat sich schon mal wieder gelohnt. Wunderbar. Reparieren jetzt noch besser. Ja, jetzt könnten wir eigentlich den Rest porten. Machen wir von Boulder City aus. Mal flitzen wir einfach von Boulder City jetzt Richtung Hoover-Staudamm. Geht das überhaupt von Boulder City? Weil wir haben ja immer so viel von diesem wertvollen Staudamm gehört, aber wir waren noch nie da. Also wird's ja mal Zeit, wa? Dass wir uns angucken, was wir denn nachher als Stromversorgung benutzen. Für unser schönes, neues, eigenes New Vegas. Aber ich glaube, wir kommen hier gar nicht hin, oder? Das sieht nicht richtig aus. Gibt's hier keinen Weg oder so? Ja doch, außenrum schwimmen. Hahaha. Na, mal gucken. Wir gehen erstmal hier jetzt lang. Richtung Wasser. Weil was soll mich aufhalten? Ich habe eigentlich noch meine Polizeischrotflinte. Ich habe zur Not noch 73 Schuss Explomumpeln. Was soll mich aufhalten? Gibt es derzeit nicht. Powerrüstung ist noch stabil repariert. Wie gesagt, dieser Reparier-Perk war halt einfach nur göttlich. Aber mal mit einer Metallrüstung mal Gaudi wieder reparieren und wir sind wie ein halber Panzer. Es fehlt nur noch eine bessere Power-Armor. Aber die kommt auch noch. Und ganz ehrlich, ich komme so auch nicht dahin. Ja gut. Wie komme ich jetzt zum Staudamm? Ist jetzt die Frage. Ja, laufen wir jetzt irgendwie mal querfeldein? Kommen wir vielleicht von Hope dorthin? Nee, von der Ranger-Station müsste ja da hinten eine sein. Oder es muss hier irgendwie einen Tunnel geben oder so. Irgendwie müssen wir da ja hinkommen. Na ja, mal gucken. Irgendwelche Wachen sehe ich auch schon da drüben. Auf jeden Fall. Also muss ja irgendwo hier vielleicht ein Weg sein, wie wir hier oben drauf kommen oder so. Oder drumherum. Ja, ich glaube, das müsste jetzt der Weg hier sein, oder? Hoffen wir es einfach mal. Gehen wir jetzt einfach jetzt hier so lange runter, bis ich außen rum komme. Da hinten ist die Ranger-Station. Meine ich doch gewesen sein. Kann ich halt auch nicht wirklich drüber gucken. Kann ich hier drauf springen? Natürlich, unsichtbare Wand. Wer möchte auch keine unsichtbare Wand haben? Wird bestimmt hier auch sein, oder? Ja. Ich will den Damm sehen. Mann, verdammt. Verdammt nochmal. Na gut, dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt einfach mal runtergehen. Dann hätten wir auch gleich hier unseren Portpunkt nehmen können. Dann nehmen wir jetzt halt die Straße, wie es sein soll. Ich hätte ja gerne abgekürzt, aber ging ja nicht. So, Hoover Dam. Ja, da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. So, jetzt sehen wir das Ding eigentlich mal richtig, ne? Das war das erste Mal, dass wir es richtig sehen. Das Riesenteil. Ich finde das immer faszinierend. Dass das ganze Ding hier noch, trotz der ganzen Jahre, noch immer mit Strom für Vegas in Produzent steht. Also wie gesagt, es ist halt, ich finde das schon ein bisschen faszinierend. Da kriege ich auch gleich schon wieder Durst. Okay, dann gucken wir mal. Jo, Wasser habe ich noch, muss mir bald Neues zuweisen. Und hier sind wir schon auf dem Damm.
Schöne Haubitzen. Manometer. Der Hoover-Staudamm. Eines der letzten funktionierenden Wunder der Vorkriegswelt. Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch läuft. Zu schade, dass sich die Leute wegen ihm umbringen. Genau das war doch gerade meine Aussage. Sag mal, hörst du mir hier heimlich zu oder was? Okay. Dann gucken wir uns aber erstmal hier die schöne Haubitze an. Diese Freeside-Schläger sind unsere Zeit nicht mehr wert. Aha. Oh. So, hier möchte ich mich jetzt gerne reinsetzen. Und dann können wir einfach mal in Caesars Lager einfach mal so richtig schön lang reinschießen. Nicht? Schade. Shisha, schade. So, Techniker. Technische Geräte. Na gut, dann wollen wir mal hier rein. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt die RNK von uns will. Darf ich überhaupt hier oben rein? Ja, Besucherzentrum. Wir sind Besuch. Als ich diesen Auftrag erhielt, stellte ich mir mehr Zocken vor. Mehr Zocken. So. Ah, da kommen wir ganz nach oben. Hallo. Hallo. Leiter verwenden. Ach so. Ah, okay, gut. Das ist aber eigentlich schon ein schöner Ausblick hier, ne? Aber ich frage mich die ganze Zeit, warum das jetzt hier so extrem entspannende Musik ist. Ja, ist alles kaputt, schade. Gerne gelesen, was da drauf steht. Schlau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten keine Ahnung, mit wem sie sich angelegt hatten. Wir rennen aber viele Techniker herum. Oh, Cola und Sunset for free. So, aber mit wem müssen wir denn hier jetzt eigentlich reden? Ach, wir müssen den Elevator benutzen. Kraftwerk 1. Ist schon mega gut gebaut hier, das Ding. Also die Turbinen, die die Energie erzeugen. Ah, ich bin gerade wie so ein kleines dreijähriges Kind, was jetzt so seine erste Besichtigung Morgen. Im Hoover-Staudamm hat. Okay, hier kommen wir nicht weiter runter. Das Ding ist halt einfach mega riesig. Okay, hier kann ich nur noch klauen. Jetzt bin ich in den Büros, wo wir gar nicht hin sollen, oder? Doch. Okay. Bin ich mal ausnahmsweise richtig gelaufen? Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Schau mal an, wer da ist. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gerne ein paar Vorräte kaufen. Ich bin leider nicht autorisiert, mit Ihnen zu handeln. Verstößt gegen die Vorschriften. Nicht einmal für einen Freund der RNK? Naja, das ist ja toll, aber es verstößt wirklich gegen die Vorschriften. Ich habe vollstes Verständnis, aber ich arbeite auch für das Wohl der RNK. Ich denke mal, dass ich für Sie eine Ausnahme machen kann. Na also, warum nicht gleich so? So, was hat er denn Schönes? Panzerbrechende Munition hat er größtenteilig. Viel Munition. Okay, die Hülsen nehme ich auch gleich mit. Die brauche ich ja nicht, kostet ja nichts. Bang, bang. Und Laufgeschoss, Kampfhelm, Kampfmesser.
Oh, die leeren, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die können wir selbst recyceln. Munitionskisten. Nuka-Cola, Raketen. Wieso hast du eine T-45D-Power-Rüstung? Wen hast denn die abgenommen? Das ist aber nicht dieselbe, die ich doch jetzt trage für die Bruderschaft, oder? Doch. Du kleiner Schlawiner. Aber erstmal akzeptieren. Ein weiterer zufriedener Kunde. Erzählen Sie mir von sich. Ein oder zwei Minuten sollte ich für Sie Zeit haben. Derzeit ist hier ohnehin nicht so viel los. Ich war schon immer beim Militär. Eine Familientradition. Mein Vater hat gedient, meine Brüder dienen und ich diene. Ich hatte die Ehre, schon überall in der RNK dienen zu dürfen. Und jetzt bin ich an der Front, weil die RNK den Leuten hier im Osten helfen will. Wenn wir die Legion erstmal los sind, wird es allen besser gehen. Ich bin stolz, meinen Teil beitragen zu dürfen. Ich habe ein paar Fragen zur RNK. Ich denke mal, dass ich Ihnen vertrauen kann. Was wollen Sie denn wissen? Was halten Sie davon, dass die RNK hier draußen ist? Die RNK ist hier, um eine bessere Welt zu schaffen. Für die Leute hier und für die Leute zu Hause. Ich bin froh, dass ich meinen Teil beitragen kann. Was denken Sie über die Legion? Meiner Meinung nach ist das ein Haufen Wilder. Wir versuchen, die guten Menschen hier vor der Versklavung durch diese Bastarde zu retten. Hoffentlich legen wir sie alle um. Was wissen Sie über den Staudamm? Naja, der Damm ist hier der Schlüssel, den die RNK benötigt, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mit dem Strom des Damms können wir den Leuten hier und zu Hause ein besseres Leben bieten. Der Legion oder Mr. House ist das nicht zuzutrauen. Die RNK kümmert sich um die Menschen und dafür brauchen wir den Damm. Und Gnade denen, die ihn uns wegnehmen wollen. Kommen wir zu meinen anderen Fragen. Fassen Sie sich kurz. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Die ganze Zeit so übelst dramatische Musik. Meine Güte. So. Die Dinge werden jeden Tag seltsamer. Ja. Mhm. Wir haben dort Feldlager gefunden. Und ich habe keine Ahnung, wem wir hier jetzt eigentlich anquatschen sollen, weil hier ist es nicht. Und hier kommen wir nicht hin, da haben sie einfach nur ein paar Matratzen hingesetzt. Na gut, müssen wir eigentlich nur wieder in den Vorraum zurück, oder? Diese Freeside-Schläger sind unsere Zeit nicht mehr wert. Muss er irgendwo hier sein? Exit. Aha. Na, so Exit-mäßig sah das jetzt aber nicht aus, ne? Record Room, aha. Hier geht eine Treppe nach oben. Wir wollen ja runter. Floor 2. Erfordert Schlüssel. Kann nicht geknackt werden. Ach, hier! Guck mal, das Offensichtlichste. Hier ist noch eine Treppe. Und ich denke mal, hier müsste doch denn derjenige sein, mit dem wir dann auch reden sollen, oder? Der hier zuständig ist. Haben Sie gemerkt, dass der Strip in letzter Zeit total unruhig ist? Nee. Mike Lawson. Hallo, Jungspund. Ich darf vorstellen, mein Baby. Warum nennen Sie diesen Ort Ihr Baby? Das Kraftwerk, der Damm, das sind meine Babys. Aber sagen Sie das nicht meinen Enkeln. Ich habe da drin alles entweder neu gebaut oder repariert. Ich war schon lange vor der letzten Schlacht hier. Da drin steckt ein so großer Teil von mir, dass ich ohne den Ort nur ein halber Mensch bin. Reden wir über die letzte Schlacht. Ich war fast durchgehend hier unten. Ich kann Ihnen nicht sagen, was die Jungs mit den Knarren oben angestellt haben. Aus Gesprächen mit den Jungs, die da oben gekämpft haben, weiß ich, dass Hanlon etwas geschafft hat, das die meisten wohl für unmöglich hielten. Was machen Sie hier? Ich bin der Cheftechniker. Ich sorge dafür, dass die Turbinen sich drehen und das Wasser fließt. Wie geht es den Damm zurzeit? War schon besser, war schon schlimmer. Als ich hier ankam, drehte sich nur eine Turbine.
Kurz nach dem letzten Gefecht hatte ich mal 6 am Laufen. Ein traumhaftes Geräusch. Derzeit laufen nur 4. Was stimmt mit den anderen Turbinen nicht? Vor einer Weile wurde einer der Einlauftürme verstopft. Weil da jetzt kein Wasser mehr durchkommt, laufen die Generatoren nicht mehr. Irgendwann werde ich mal ein paar Jungs in die Turbine schicken und sie wieder zum Laufen bringen. Aktuell gibt es aber Wichtigeres zu tun. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Der ist ja ganz schön nett. So, hier ist das reinste Chaos. Gut, müssen wir mal gucken. Aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.